Es macht Spaß. Oh, das ist schon schön. Das ist wirklich mal so ein knackiger Sound, so ein bisschen. Es macht was her. Auto habe ich nur Porsches, weil das sind Autos. Alles andere sind Fahrzeuge. Und es macht Lust. Mit dem Schwamm so ein Auto abwaschen, das hat doch was Sinnliches. Ich will nicht sagen Erotisches. Es ist eine Liebesgeschichte. Und es ist eine lange Beziehung. Die Deutschen und ihre Autos. Heißer Ofen, Edelkarosse, Blechkiste. Was wird aus den alten Schätzen? Fahren wir in Zukunft noch mit Leidenschaft? Oder nur noch mit Verstand? Alte Liebe rostet nicht. Der schwere Abschied vom Verbrenner. Messegelände Hannover. Volkswagen lädt ein zum Bulli-Treffen. Schon seit Jahrzehnten kommen die Oldtimer-Fans zusammen. Und über die Jahrzehnte ist aus dem Nutzfahrzeug ein Liebhaberstück geworden. Für 3 Tage tuckern mehr als 7000 Busse ein. Eine riesige Retro-Party aus Blech. Der VW-Bus symbolisiert den Erfolg der deutschen Autoindustrie. Auf den Markt kam er 1959 als Wirtschaftswunder-Lastenesel. In den 60ern beginnt der Massentourismus. Der Bulli wird zum günstigen Wohnmobil. Und so wird der Bus zum Kult. Immer weitere Generationen laufen vom Band. T1 bis T6. Immer neue Busfans machen sich auf die Reise. Die Bulli-Begeisterung steht stellvertretend für die Autobegeisterung. Autofahren ist Lebensgefühl und Philosophie. Diese Herren leben ihren Traum vom Oldtimer seit vielen Jahren. Martin Werner Willi und Matze sind mit ihren T2-Modellen angereist. Zusammen sind sie der Bulli-Stammtisch Südwest. Für sie ist klar, es muss nicht immer schnell sein. Sie verstehen sich als Buskumpel im Herzen. Es ist mehr als das gemeinsame Schrauben. Das Hobby schafft eine Gemeinschaft. Es geht eigentlich nicht um das Stückchen Rost, was wir hier haben. Wobei das natürlich geil ist. Aber das sind die Leute drumherum. Ja? Also du hast eine Familie, die wirklich für dich da ist. Wenn irgendjemand was hat, Problem, egal ob das jetzt am Bus ist oder am Haus, ist immer der andere für einen da, finde ich mega klasse. Ja, also man kommt um die Ecke gefahren, das heißt, die Oma mit 80 winkt und freut sich. Der 5-Jährige mit seinem Eis in der Hand freut sich, dreht sich um. Der Sound, auch der Käfersound, der Bussound und das freundliche Gesicht von dem T2 bringt einen Strahlen in die Augen von anderen. Bei einigen löst das Autofahren immer noch jede Menge Gefühle aus. Vielleicht auch deshalb, weil es über die Sinne wahrgenommen wird. Es quietscht. Es knallt. Es knattert. Und es duftet. Andreas Kessler ist Autojournalist, Fahrzeugingenieur und leidenschaftlicher Selbstschrauber. Er ist mit einem alten Volvo unterwegs. 400.000 Kilometer hat der Kombi auf dem Tacho. Für ihn ist die tief verwurzelte Autoliebe auch eine Generationsfrage. Naja, so ein Fahrgerät, so ein Auto ist ja etwas, womit man groß geworden ist. Also in der Regel jedenfalls, wir jetzt, unsere Generation. Das mag bei den ganz Jungen vielleicht schon ein bisschen nachlassen. Aber die Babyboomer zum Beispiel, die haben Autoquartett gespielt, Autoklebebilder gesammelt, waren begeistert, wenn die Familie mal wieder ein neues Auto hatte. Und das setzt sich durch. Sowas löst Emotionen aus und die halten ewig an. Peter Pfeffer ist Professor für Fahrzeugtechnik. Er untersucht, was die Menschen dazu bringt, sich für ein bestimmtes Modell zu entscheiden. Oft ist die Wahl des Autos Ausdruck einer bestimmten Lebenseinstellung. Für viele Leute ist ein Fahrzeug, ein neues Auto, eines der größten Investitionen im Leben. Und deswegen gibt es hier auch eine hohe emotionale Bindung.
die Beziehung ist da, weil es eben die Grundbedürfnisse der Mobilität befriedigt und andererseits auch ein Ausdruck der Persönlichkeit ist. An der Uni Ulm hat man jungen Männern Fotos von klassischen Autos vorgelegt. Die Aktivitäten ihres Gehirns wurden dabei per Magnetresonanz gemessen. Eine besonders starke Aktivität haben die Forscher im sogenannten Nucleus accumbens festgestellt. Das ist das Belohnungszentrum des Menschen im Vorderhirn, das normalerweise beim Genuss von Drogen oder bei sexueller Erregung so heftig ausschlägt. Auch wissenschaftlich betrachtet ist das Auto also ein Lustobjekt. Es löst euphorische Gefühle aus, fast wie bei einer Liebesbeziehung. Da liegt es nahe, dass einige keine Grenze mehr ziehen zwischen automobilem Hobby und ihren menschlichen Bindungen. Joachim Fehrenkötter führt so eine Autobeziehung. Er ist Transportunternehmer, aber auch privat schlägt sein Herz für alte Fahrzeuge. Der Oldtimer-Fan reist nicht nur mit seinem Auto in den Urlaub, er plant seine Urlaube rund um das Auto herum. Hier bereitet er sein bestes Stück, einen Mercedes 280 SE, auf ein Autofamilienwochenende vor. Und wenn er Hand anlegt, dann wird er gefühlvoll. Das ist ja auch so ein bisschen Streicheln, ne? Also waschen ist auch Autostreicheln. Das verstehen, glaube ich, Frauen gar nicht. Aber mit dem Schwamm so ein Auto abwaschen, das hat auch was Sinnliches. Ich will nicht sagen Erotisches. Der 53 Jahre alte Mercedes und sein Besitzer haben fast dasselbe Baujahr. Das scheint zu verbinden. So einen treuen Gefährten wäscht man niemals in der Waschanlage. Es gibt beim Autowaschen, bei der Handwäsche, einen ganz einfachen Trick. Jede Stelle zweimal machen. Dann hast du nichts vergessen. Hier, guck mal, Papa wäscht Auto, ne? Papa wäscht Auto, ja, ja, ja. Also diese Autos haben ja eine ganz andere Persönlichkeit, die kommen aus einer anderen Zeit. Und wenn du mit so einem Auto fährst, ist das wie eine Zeitreise. Du bist wieder weg von den kleinen Helferleinen, hier ABS und da ESP und da ein Abstandstempomat. Hast du alles nicht, hier musst du richtig Auto fahren und das macht einfach Spaß. Und es gibt immer neue Ideen, wo man den Spaß ausleben kann. In einem sogenannten Autohotel fährt das gute Stück mit bis ins Hotelzimmer. Die Idee kommt an, auch in Zeiten, in denen das Auto-Image eigentlich kriselt. Diese Kette in Düsseldorf plant, solche Erlebnishotels in ganz Deutschland zu eröffnen. In Düsseldorf haben Sie natürlich viele Möglichkeiten zu übernachten, aber ich glaube, Sie haben keine Möglichkeit, mit einem Car-Lift in Ihr eigenes Car-Loft zu fahren, wo Sie dann Ihr Auto vor Ihrem Schlafzimmer abstellen. Wir sind sehr gespannt, weil wir haben natürlich noch als junge Hotelgruppe einiges vor und planen noch bis 2030 insgesamt 10 Häuser, die wir eröffnen wollen. Joachim Fehrenkötter macht sich mit Gattin, Hund und dem vierrädrigen Familienmitglied auf den Weg in einen perfekten Kurzurlaub. Ich finde die Idee, ein Hotel zu konzipieren, in dem man mit seinem Auto praktisch bis aufs Zimmer kann, das finde ich eigentlich ganz witzig. Ich finde das schön, wenn man gerade so viel Leidenschaft für alte Autos hat, dass man sich abends vielleicht, stelle ich mir das so vor, aus dem Bett noch mal einen Blick auf sein Auto werfen kann, finde ich einfach ein schöner Gedanke. Die Reise endet nicht in einer Tiefgarage. Hier fährt auch der Oldtimer mit ins Luxus-Apartment. Carlift nennt sich das. Also das ist jetzt schon eine coole Nummer. Du fährst sie in einen Aufzug rein mit dem ganzen Auto. Und dann geht's ganz sanft nach oben. Echt cool. Witzig, witzig, witzig. Ja, das ist ja nicht nur eine schöne Garage hier, sondern man braucht den Koffer gar nicht so weit schleppen. Finde ich doch gar nicht schlecht, oder? Direkt am Zimmer, Koffer, statt quer über den Gang zu oder quer durchs Hotel zu schleifen. Habe ich doch richtig gemacht, oder? Nicht nur selten, sondern auch praktisch. Draußen schläft der Mercedes, drinnen die Fehrenkötters. Wow, echt schön. Kann man die Gardine noch aufmachen, dann kannst du die ganze Nacht dein Auto beobachten. Oh ja. Ja, wenn, dann wollen wir das Auto ja auch vom Bett aus sehen, ne? Guck mal. Da liegst du. Da Auto. Wow.
Mit den 6 Zylindern Tag und Nacht auf Tuchfühlung. Unternehmer Joachim Fehrenkötter lebt seine Leidenschaft aus. 160 PS neben dem gemeinsamen Bett. So weit gehen die meisten nicht, aber immer mehr Menschen entwickeln eine nostalgische Beziehung zum fahrbaren Untersatz. In den vergangenen 10 Jahren hat sich die Zahl der sogenannten historischen Fahrzeuge fast verdreifacht. Naja, es gibt Leute, die kaufen sich ein Auto wie eine teure Uhr. Ja, also als echtes Liebhaberstück. Also wirklich etwas, was man kauft, um es zu haben und hinzustellen. Fast schon Moving Art, wie ich so sage. Ja, sowas könnte man auf eine kleine drehbare Plattform stellen, indirekt beleuchten und sich dann mit einem guten Whisky dahinsetzen und es anschauen, wie ein Ölgemälde oder eine Skulptur von Michelangelo. Sowas gibt es. Machen auch manche Leute. Die haben dann eine Garage mit einer Glaswand und auf der anderen Seite ist das Wohnzimmer und sie können ihr Auto immer angucken. Das ist natürlich ein Extremfall. Es ist ein Rauschzustand. Wer damit aufgewachsen ist, will ihn nicht mehr verlieren. Petrolhead. Übersetzt bedeutet das mehr als Benzin im Kopf. Es steht für eine Lebenseinstellung. Das Auto steht immer noch für Freiheit, Schönheit und Perfektion. Oliver Schmidt bezeichnet sich selbst als solch einen Petrolhead. Zusammen mit einem Freund hat der Unternehmer in Hamburg das Prototyp-Automuseum aufgebaut. Und sie haben ein Experiment gestartet. Aus verschiedenen Modellreihen haben sie sich einen Traum 911er zusammengebaut. Kein Oldtimer, sondern ein Fahrzeug, das es so nie gab. Eine Art Autodenkmal, das die Zeit überdauern soll. Wir haben ein Auto kreiert, das eigentlich alles verbindet, alle Details aus der Historie, also Anfang der 50er Jahre bis eigentlich Mitte der 70er Jahre. Alles das, was wir spannend und schön fanden. Wir sehen Attribute des Carrera GT aus den 50er Jahren. Alles auf leicht getrimmt. Wir haben die ganzen kleinen Details. Das, was im Rennsport damals eigentlich üblich war. Man hat ja überall versucht, Gewicht einzusparen. Und das haben wir eben auch hier sozusagen einfließen lassen und haben eigentlich eine Hommage in den verschiedenen Bereichen eigentlich hier auf die Straße gebracht. Mit Vernunft und reiner Fortbewegung hat das hier nichts mehr zu tun. Ein Schlitten feiner als der andere. In seinem Museum präsentiert Oliver Schmidt den Porsche 356 Speedster. Die kalifornische Ausführung. Nur ein Notverdeck, Regen ist keine Option. Und dann läuft die Maschine. Oh, das ist schon schön. Das ist wirklich mal so ein knackiger Sound, so ein bisschen. Schön Volumen. Herrlich. Also mir macht das Freude. Mir macht das Spaß. Ja. Autofahren als Lebensgefühl. In kaum einem anderen Land weckt das, was knattert, pustet und rollt, auch heute noch so viele Emotionen wie in Deutschland. Ja, weil man hört den Motor, man weiß, was er gerade tut, man kann ungefähr die Drehzahl einschätzen. Also das ist eben dieses Fahren mit den verschiedenen Sinnen, die man so hat beim klassischen Autofahren, auch in diesem klassischen Modell. Also ich höre jetzt Drehzahl, kann ich hören, okay, der ist jetzt entspannt, 3.500 Touren, kann ich entspannt fahren. Geht aber natürlich auch anders. Und das macht es irgendwie aus, ja, das macht es irgendwie besonders. Wenn man mal so hört, er will, ja, der will nach vorne, wenn man es ein bisschen rauskitzeln wollen würde, machen wir jetzt nicht. Wir fahren ganz moderat. Es rollt in Deutschland und es brummt. Die Autobauer bilden seit der Nachkriegszeit das Fundament der deutschen Wirtschaftskraft. 580 Autos pro 1000 Bundesbürger. 60 Millionen Fahrzeuge rollen durch das Land. 48 Millionen davon sind Pkw. Helena Wispert ist Professorin für Automobilwirtschaft. Sie erklärt, warum die Deutschen mehr als andere eine so besondere Beziehung zu ihren Verbrennern pflegen.
In Deutschland haben wir eine spezielle Situation. Deutschland und die Einstellung eben zum Auto ist geprägt durch diese Dominanz der Automobilindustrie in Deutschland, die ja mit der Verbrennertechnologie groß geworden sind, sich weltweit einen Namen gemacht haben und eben auch durch den Motorsport. Also der Motorsport in Deutschland hat die Automobilindustrie geprägt. Und klar, das wird natürlich mit der Verbrennertechnologie verbunden. Also wir hängen hier in Deutschland sehr stark an dieser Verbrennertradition. Deutschland ist ja ein Autoland. Erstmal wurde das Automobil von Carl Benz erfunden in Deutschland. 1886 ging es los mit dem Benz-Patent-Motorwagen. Das erste Vehikel, was ungefähr so funktionierte wie heute auch ein Auto. Dann ist in den 135 Jahren seitdem natürlich die deutsche Automobilindustrie der Eckpfeiler der deutschen Wirtschaft. Ohne Automobilindustrie stünde der Wirtschaftsstandort Deutschland nicht da, wo er heute steht. Ich glaube, die Beziehung des Deutschen zu seinem Auto ist deswegen eine ganz besondere, weil natürlich, auch das ist bislang auf jeden Fall unbestritten gewesen, die deutschen Autos die besten Autos waren, die man weltweit kaufen konnte. Also die Ingenieure der Automobilhersteller aus Deutschland waren technologisch spitze. Also es ist auf jeden Fall zunächst mal positiv belegt gewesen, das Mobilitätsformat Auto. Auch das ändert sich jetzt gerade. Es herrscht Katerstimmung im Autoland. Zu voll, zu viel Stau, zu viele Abgase. 17% der deutschen CO2-Emissionen kommen aus dem Autoauspuff. Ab 2035 soll in der EU kein neuer Verbrenner mehr über die Straße rollen. Das kommt nicht gut an. 2/3 der Deutschen sind gegen das europaweite Aus. Für viele bleiben Benzin- und Dieselmotoren weiter ein Teil ihrer Kultur und ein Teil ihrer Identität. Einer, der für die immer noch autoverrückte Nation steht, ist Walter Röhrl. Zweimal Weltmeister, insgesamt 14 Rallye-WM-Siege und das auf ganz unterschiedlichen Marken. Nach seiner Rennfahrerkarriere ist er nun für Porsche im Einsatz. Er ist der Namensgeber für die Röhrl Classic. Und er ist mit seinem Porsche 993 Turbo, Baujahr 97, am Start. Walter Röhrl ist eine Galionsfigur der Motorgeschichte. Im Rennen um die neue Mobilität tritt er garantiert nicht mehr an. Sie brauchen keine Angst haben, dass Sie mich jemals in einem Elektroauto sehen. Also ich werde, solange ich noch lebe, im Verbrenner fahren, weil ich einfach gewöhnt bin, Freiheit. Ich steige jetzt ins Auto und fahre jetzt nach Italien. Und ich muss nicht überlegen, wo ich hinfahre, wo ist eine Ladesäule. Also für mich undenkbar. Ich bin in einer Stadt wohnen würde und würde so ein normaler Mensch sein, der jeden Tag 15 Kilometer zum Einkaufen fährt, am Wochenende ins nächste Dorf, so 10 Kilometer zum Mittagessen. Dann würde man ein Elektroauto überlegen. Aber nicht ein Mensch wie ich, der 1000 Kilometer am Tag im Auto sitzt und der einfach liebt, frei zu sein. Das ist deutlich. Das Land spaltet sich in zwei Lager. Die einen stilisieren das Auto zur letzten Bastion der Freiheit. Für die anderen ist der Verbrenner nur noch eine Dreckschleuder. Und die Hersteller? Die hängen dazwischen. Dabei ist die aktuelle Verbrennergeneration ja schon eine Übergangsphase zwischen den Fahrwelten. Noch nicht elektrifiziert, aber in der Bedienung schon voll elektronisch. Selbst Fahrlehrer wie Michael Kahle und seine Kollegen, die beruflich immer mit der neuesten Autogeneration unterwegs sind, müssen ständig dazulernen. Na, wie ging denn das nochmal? Touchen, okay. Klimatisierungsfunktionen sind nicht sprachbedienbar. Das muss man üben, ja. Ja, das muss man üben. Ja. Und das fühlt sich anders an. Drehen und drücken ist nicht mehr zeitgemäß. Jetzt wird gestreichelt. In den modernen Bedienelementen setzen die Hersteller auf Touchscreens und neue Funktionen. Da kommen selbst Profis ins Schleudern. Wenn ich mich zum ersten Mal ein neues Auto, und ich habe jetzt auch ein neues Fahrschulauto tatsächlich erhalten, dann muss ich mich schon schwerpunktmäßig damit auseinandersetzen. Und es fällt mir manchmal auch schwer, dann diese Funktionen intuitiv anzuwenden und vor allem dann im Beruf den Kunden danach zu erklären. Zeitsprung. Ein halbes Jahrhundert zurück in die Vergangenheit. Vor 50 Jahren im ersten VW Golf gab es nur etwa 30 Funktionen.
Heute sind es im aktuellen Modell rund 1500. Modernes Fahren geht eben nicht mit analoger Bedienung. Mit Drehknöpfen und Kippschaltern wäre ein E-Flitzer schlicht nicht zu steuern. Siegfried Brockmann ist Unfallforscher. Er sieht in den vielen neuen Funktionen erst einmal kein Sicherheitsrisiko. Zunächst mal hat man natürlich viel, viel mehr Funktionen, als man früher hatte, die ich gar nicht mit Knöpfen unterbringen könnte. Dann hätte ich ein Brett von 20 oder 30 Knöpfen. Insofern war diese Entwicklung völlig unvermeidlich. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass man durch die Smartphones gelernt hat, mit Touchscreens zu arbeiten. Aber ein Auto ist kein Smartphone. Inzwischen rüsten die Hersteller wieder ab. Die Autobauer haben ihre Erfahrungen gemacht, haben eben auch Befragungen gemacht und haben festgestellt, dass zum Teil die Digitalisierung im Auto oder der Schritt Richtung Digitalisierung im Auto zu stark war. Dass man sich eben als Fahrerinnen und Fahrer nicht so gut zurechtgefunden hat. Und deswegen gehen jetzt einzelne Autobauer wieder zurück und sagen, die haptischen Bedienkonzepte im Auto nehmen immer noch einen wichtigen Teil ein und werden in Zukunft auch wieder stärker ins Auto integriert. Michael Kahle hört das gern. Der digitale Rückbau in den kommenden Modellreihen soll das Fahren wieder einfacher machen. Zurzeit haben selbst Profis wie er Probleme, noch durchzublicken. Die ganze Klimaautomatik und so ausschalten kann ich hier. Ja, genau. Okay, es ist alles off, aus. Zack, off, ja. Und dann geht hier drin gar nichts mehr. Off steht für aus, ja. Richtig. Und wenn du jetzt hier doof drüber rutscht, dann bei Nacht kein Licht, dann hast du wieder falsch. Ja? Dann musst du hier wieder drücken, dann geht er wieder an. Natürlich liegt es auch am Hersteller, diese sogenannte Mensch-Maschine-Schnittstelle optimal zu gestalten. Es gibt also tatsächlich Fälle, wo ich auch den Scheibenwischer im Menü finden muss. Und das kann natürlich nicht sein. Also, die wichtigen Funktionen müssen natürlich nach wie vor per Knopf oder Drücker oder irgendwie bedienbar sein. Und alles andere kann ich dann in den Touchscreen packen. Solange ein Mensch mit Händen das Cockpit bedient, müssen die Funktionen weiter der menschlichen Welt entsprechen. Dabei geht die Vision von der modernen Mobilität noch viel weiter. Die Fahrzeuge sollen selbstständig untereinander kommunizieren. Sie erkennen sich, sie lernen voneinander. Einst stieg der Mensch ins Cockpit ein. Nun heißt das moderne Auto den Fahrer als Gast willkommen. Technisch ist es jetzt schon möglich, das autonome Fahren. Simon Weber ist Fahrlehrer, Manuela Schnippel begeisterte Autofahrerin. Sie probieren es aus, Hände weg vom Steuer. Das Testteam ist beim Selbstversuch noch unterschiedlicher Meinung. Ist das nun eine beruhigende oder eine beunruhigende Erfahrung? Ich bin da total tiefenentspannt und vertraue da auch Manuela. Bist du sicher? Und jetzt drückst du darauf, auf die weiße Taste. Und jetzt kannst du alles loslassen. Dann lass ich mal los. Ja, ist auf jeden Fall schon ein komisches Gefühl. Fühle ich mich wie in meiner ersten Fahrstunde. Oh mein Gott. Einsteigen und zurücklehnen. Wer noch lenkt, der ist ein Oldie. Der Drive Pilot wäre jetzt aktivierbar. Und jetzt aktivieren wir ihn. Wir können jetzt ja während der Fahrt mal manuell eine Runde Tetris spielen. Ja, super Idee. Ich fühle mich ganz wohl. Ich vertraue dem System hier. Alle Lampen leuchten ja noch, dass die Systeme aktiviert sind. Naja, wie du vorhin schon meintest, ne, das Vertrauen, das muss erstmal wachsen. Wie in einer Beziehung sozusagen. Das muss erstmal aufgebaut werden. Aber dein Blick geht schon immer wieder nach vorne, ne? Also so richtig konzentrieren kannst du dich nicht aufs Spiel, oder? Ja, ab und zu geht er immer nach vorne, tatsächlich. Man muss ja auch erstmal Vertrauen aufbauen, aber es wird besser. Wo bislang der Mensch lenkt und schaltet, nimmt ihm nun der Bordcomputer alle Entscheidungen ab. Fahrer müssen natürlich ein großes Vertrauen in ihr Fahrzeug haben. Wenn man zum Beispiel bremst oder lenkt, ist es ganz selbstverständlich, dass man sich aufs Fahrzeug verlassen kann, dass es eben auch diese Befehle ausführt. Wenn man jetzt gefahren wird, also mit automatisierten Systemen beim autonomen Fahren, dann muss man auch das Vertrauen haben, dass die Systeme die Umgebung erkennt und die richtigen Entscheidungen trifft.
Und hier muss noch viel getan werden, um dieses Vertrauen aufzubauen. Grundsätzlich, wenn man die Theorie des autonomen Fahrens betrachtet, ist das eine sehr gute Sache. Denn Maschinen machen ja, sagen jedenfalls die Apologeten, keinen Fehler. Die Hauptunfallursachen sind ja die Sachen, die der Mensch hinter dem Lenkrad falsch macht. Er fährt zu schnell, er fährt falsch, er bremst falsch, er hat die falschen Reifen drauf, was auch immer. Es ist immer der Mensch. Wenn eine Maschine übernimmt, ein fehlerfreies, wirklich fehlerfreies, autonomes System, passieren keine Unfälle mehr. Und die Verkehrssicherheitsfachleute reden ja alle von Vision Zero, also von der Vision, null Unfälle oder wenigstens null Personenschäden herbeizuführen. Und das funktioniert nur, wenigstens theoretisch, mit autonom fahrenden Fahrzeugen. Vom Selbstlenker zum Passagier. 5 Stufen werden unterschieden auf dem Weg in die autonome Fahrwelt. Die erste Stufe ist längst Alltag. Assistenzsysteme gegen das Einschlafen, Tempomat und Ähnliches. In Stufe 2 kann man sich im Stau schon mal zurücklehnen, eine erprobte Technik. Erst bei Stufe 3, dem sogenannten hochautomatisierten Fahren, darf der Fahrer sich zeitweise vom Verkehr abwenden. In Deutschland noch nicht möglich, auf der 4. Stufe fährt das Auto fast überall selbstständig hin. Es muss nur noch ein fahrbereiter Insasse an Bord sein. Am Ende in Stufe 5, der Königsdisziplin, werden die Insassen zu passiven Passagieren. Wir kennen das vielleicht alle von der Situation als Beifahrer. Wir werden in Zukunft immer Beifahrer sein. Und immer, wenn man dann mitfährt als Beifahrer und sagt, quasi auch mitfühlt und gerne selbst auf die Bremse drücken möchte, dann diese Situation oder dieses Gefühl werden wir in Zukunft dann auch erstmal erleben, wenn wir das erste Mal dann autonom fahren. Sehr komfortabel ist diese Lösung natürlich überhaupt für alle Pendler. Nicht? Wer jeden Morgen die gleiche Strecke fährt, der hat da bestimmt keinen Spaß dran, im Stau zu stehen. Viel schöner wäre es doch, er würde einsteigen in so eine Kapsel, individuell selbstbestimmt und würde sagen, bitte zum Büro. Und dann fährt die Kiste los und man kann in der Zeit Zeitung lesen, Musik hören, Nickerchen machen und irgendwann macht es dann piep, piep, piep. Sie haben ihr Fahrziel erreicht, bitte steigen Sie aus. Das wäre eine Lösung, die ich schön fände. Allerdings muss sie alternativ sein. Man muss das auch abschalten können und selber fahren. Ein bisschen Spaß beim Autofahren sollte auch in Zukunft noch vorhanden sein. Noch Zukunftsvision, aber nicht aufzuhalten. Bald starten auch in deutschen Städten die ersten Roboter-Taxis. Der Individualverkehr wird folgen, mit E-Autos. Und auch zu denen sollen die Menschen wieder eine persönliche Beziehung aufbauen. Eine große Aufgabe für die Autoindustrie. Wenn man mit den speziell Sportwagenherstellern spricht, dann sagen sie, es ist viel schwieriger, Sportwagen zu bauen, die so emotional sind wie die klassischen Verbrennerfahrzeuge. Um die Verbrennerliebhaber zum Elektroliebhaber zu machen, bedarf es, dass die Elektrofahrzeuge eben emotionaler werden. Sie müssen eine genauso gute Fahrdynamik haben wie die Verbrennungsfahrzeuge, aber auch die Haptik und die Akustik muss dem Stand entsprechen. Die Elektroautos, die wir heute sehen und die in Zukunft auch auf den Markt kommen, sind sehr emotionalisierte und emotionsaufgeladene Fahrzeuge. Zum einen, weil sie sehr stark personalisiert sind, also sie werden uns willkommen heißen, sie haben eine sehr hohe digitale Personalisierung im Auto, wir fühlen uns da wohl, es ist quasi eine Verlängerung von dem Wohnzimmer oder von unserem Büro, es ist quasi unser persönlicher Raum, in den wir da einsteigen. Die Fahrerzelle als Wohnzimmer. Der Mensch soll sich wohlfühlen in seiner Kabine. Die Hersteller versuchen, das so behaglich wie möglich zu gestalten. Ravant Basiani hat so einen Job übernommen. Er ist Sounddesigner für E-Autos. Wo eigentlich kein Ton mehr ist, werden jetzt künstliche Geräusche entworfen, die direkt ins Herz gehen sollen. Das ist eher so eine Art lichtschwertartiger Klang, dunkel, mysteriös. Auch nochmal ein Mystery-Effekt und hier ein eher effekthascherischer Stereo-Effekt, der sich vom linken zum rechten Lautsprecher sehr schnell bewegt und so eine Schwungbewegung reinbringt. Also man setzt sich ins Auto ein und hat dann sofort verstanden, okay, es passiert was. Früher tuckerte ein Motor, jetzt kommt der Sound aus dem Rechner. Autoliebhaber macht das ein wenig traurig. Naja, so ein altes Auto ist ja rein analog.
Ja, da wird Kraftstoff eingefüllt, da macht man Kabel an die Batterie, da dreht man einen Zündschlüssel. All das gibt es ja teilweise heute gar nicht mehr. Zündschlüssel ist was von vorvorgestern. Und ja, man sieht nichts, man hört nichts, buchstäblich, man hört nichts, sondern bloß noch so ein Sirren. Und irgendwie scheint der Mensch was anderes zu erwarten oder vielleicht auch was anderes zu wollen. Der Mensch lebt mit allen Sinnen. Man sieht, man fühlt, man hört. Und das Hörerlebnis zum Beispiel, das ist deutlich schwieriger so attraktiv zu machen bei Elektrofahrzeugen. Die Hersteller wissen das und damit man so ein emotionales Fahrerlebnis bekommt wie bei den klassischen Verbrennern, versucht man auch die Elektrofahrzeuge eine angenehme Akustik zu entwickeln. Sounddesigner Ravant Basiani versucht diese Lücke zu füllen. Er will den neuen Autos eine Stimme geben. Ein klein wenig sollen dabei die Stromer weiter wie Verbrenner klingen. Nur eben aus dem Lautsprecher. Das beginnt schon beim Einschalten. So, wenn ich das Auto jetzt starte, höre ich den sogenannten Startup-Sound. Bei dem war unser Gedanke, dass wir uns so ein bisschen auch an die alte Welt anlehnen. Was ist gelernt vom Verbrenner? Der Anlasser macht so einen rüttelnden Klang und es gibt einen aufsteigenden Ton. Das heißt, diese aufsteigende Geste von einem Anlasser nachempfunden, aber eben mehr als User-Interaction-Klang ausgelegt. Weniger ein echter Verbrenner. Ein neuer Sound, der an die alte Welt erinnert. Die Mission: Gefühle schaffen im Cockpit. Man merkt jetzt hier, wie ich mit meinem Pedal eigentlich zum Dirigent werde. Ja. Und das war eigentlich so eine Vision, die wir schon lange hier hatten. Wir wollen das Fahren mit der Musik verbinden. Eine Rechnung bleibt offen. Was ist sauberer? Altes erhalten oder Neues gestalten? Die Herstellung eines Neufahrzeuges verursacht einen hohen CO2-Ausstoß und Akkus für E-Motoren sind in der Herstellung besonders energieintensiv. Wer alte Autos weiterfährt, fährt also erstmal gut. Erstmal hat ein Auto, egal ob mit einem Verbrenner oder einer Elektromaschine unter der Haube, einen enormen CO2-Footprint, Fußabdruck durch seine Herstellung. Die Energie, die nötig ist, um so ein Auto herzustellen, sorgt ja auch dafür, dass CO2-Emissionen entstehen, auf jeden Fall. Es gibt ganz viele Untersuchungen dazu. Ich habe ein paar Zahlen im Hinterkopf, dass man, wenn man ein ganz neues Auto fährt, erstmal 160.000 Kilometer, also ungefähr 100.000 Meilen, das differiert plus minus 40.000 Kilometer, fahren muss, um überhaupt in den Sparmodus zu kommen. Also wenn ich so ein altes Auto wie mein weiter betreibe, nutze ich ja den CO2-Fußabdruck aus der Herstellung immer weiter auf. Ja. Umweltfreundlich durch lange Nutzung. Der verbraucht zwar mehr als ein vergleichbares, moderneres Auto, allerdings, wenn man den jetzt eben 31 Jahre fährt, 400.000 Kilometer, hätte ich ja im normalen Rhythmus schon 3 oder 4 neue Autos fahren müssen, um die gleiche Zeit abzudecken. Und so gesehen ist so ein altes Auto natürlich zunächst einmal auf jeden Fall nachhaltig, weil es ja keine neuen Ressourcen verbraucht. Anders sieht es bei Neuwagen aus. Da ist das E-Mobil der Favorit. Wenn wir das ganze große Thema der Nachhaltigkeit und damit auch der CO2-neutralen Mobilität uns anschauen, dann ist es unstrittig, dass wir sehr, sehr schnell auf CO2-neutrale Mobilität, auch im individuellen Mobilität, in der Alltagsmobilität kommen müssten. Und die Technologie, die da die Marktreife und eben auch diese Massenmarktreife erreicht hat, ist die Elektromobilität. Und wir werden nicht darum herumkommen, auf Elektroautos in Deutschland umzusteigen. Diese beiden Herren wollen den Abschied aufschieben. Und sie sind fest davon überzeugt, dass sie dabei nachhaltig arbeiten. Ivan und Zoran Branjes sind Schrauberbrüder und betreiben eine Oldtimer-Werkstatt in der Nähe von Stuttgart. Sie haben sprichwörtlich Benzin im Blut. Ist die Batterie so schlecht, oder was? Naja. Na, hock du ruhig rein, ich mach den Rest, hey, kein Problem. Keine Kraft heute. Ja, du hast nie Kraft. Das ist auch bloß Ausrede, was du da schwätzt. Jetzt komm. Sie verstehen sich als Restauratoren. Der Auftrag:
Die Rostkisten sollen wieder fahrtüchtig werden. Das ist jetzt ein 116er S-Klasse. Das ist vom Kunde, sehr schönes Auto, aber hat halt auch seine Macken. Müssen wir mal schauen, was da drunter alles rauskommt, wenn wir anfangen zu flexen. Arbeit haben sie genug. Deutschland ist voll von schlummernden Autoschätzen. Das Interesse ist riesig. Jetzt, dass das Auto auf die Hebebühne kommt, müssen wir jetzt erstmal 5 Autos raus und dann die anderen wieder rein. Dann, wenn er fertig ist, wieder raus, wieder rein. Also ganz Seitenspiel hin und her. Aber anders geht's nicht, hat's halt keinen Platz. Es gibt viele Kunden, die die alte Technik lieben. Der Oldtimer-Markt boomt. Die beiden kommen nicht hinterher. Jetzt kommt viel Arbeit. Sie glauben, es läuft deshalb so gut, weil moderne Autos keine Lust mehr wecken. Hör auf, Mann. Da muss der TÜV machen. Was, Herr Aufmann? Die Menschen suchen die alten Gefühle. Wenn dich reinhockst in den Oldtimer, ist wie zurück. Hast keinen Stress. Entschleunigt halt. Ja, wir machen halt Oldtimer für jedermann. So für den normalen menschlichen Gebrauch, wo früher die Leute gefahren sind. Ja, die ganze Elektrik und alles ist langsam zu viel. Nonstop leuchtet irgendwas. Bei dem Oldtimer, der redet halt mit dir. Kurz bevor er kaputt geht, fängt an zu stottern, zu rütteln. Und dann weiß ich, jetzt stimmt irgendwas nicht. Als würden sie mit den Schrottkarossen reden. Sie sind die Autoflüsterer. Die Schufterei lohnt sich. Und? Loch, Junge, Loch. Die Deutschen hängen an ihren Altfahrzeugen. Die Nutzungsdauer wächst. Havanna-Effekt nennen Experten das Phänomen. Wie in der kubanischen Hauptstadt werden Young- und Oldtimer immer länger gefahren und immer besser gepflegt. So richtig umsteigen auf neue Mobilität wollen viele nicht. Die Fahrzeugflotte in Deutschland oder generell, das Alter der Fahrzeugflotte steigt über die Jahre. Also momentan sind wir im Schnitt bei ungefähr 10 Jahre und die wird wahrscheinlich auch in Zukunft eher noch steigen. Komm, 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 komm! Der Hänger wird gebraucht, also muss eine ihrer letzten Restaurierungen erstmal runter. Ein Opel Rekord P1, Baujahr 58. Schwerer Bock, gell? Ja. Hab ich dir gleich gesagt. Der schwere Bock ist ein Schmuckstück aus einer längst vergangenen Zeit. Damals, als Spritverbrauch noch kein Thema war. Sie sind immer auf dem Sprung, auf der Suche nach dem Schrott, der jetzt wieder richtig was wert ist. Jetzt fahren wir gerade nach Wolfschlugen. Da haben wir was entdeckt. Jetzt gucken wir mal, wie und was. Das von Auto ist ein Kadett Kombi. 72. So 72, 73 Baujahr. Angefangene Restauration, nicht zu Ende gebracht. Jetzt schauen wir es uns mal an. Ob wir es zu Ende bringen können oder ob bei uns auch steht. Der ist schon das 20. Hab ich nicht fertig zusammengebaut. Ach so. Ein wenig scheinen die Brüder Vranjes aus der Zeit gefallen. Fortbewegung geht heute anders. Aber Oldtimer sind zum Genießen da, nicht zum Kilometerfressen. Und hier wird schließlich auch recycelt. Keine neu produzierten Bauteile. Da finden sie ihre eigene Bilanz als Autoretter gar nicht so schlecht. Das Ökologische sehen wir vielleicht auch so irgendwie, aber viele Leute denken, das Oldtimer-Zeug, das stinkt und hinher. Die neuen Autos, ich schalte so Wegwerfgesellschaft raus, neues Teil rein, fertig, auf Wiedersehen. Jetzt ein Auto, 10 Jahre steht, neues, das kriegt keiner mehr an. Die ganze Steuergeräte, das ganze Elektrikzeug, wie willst du das wieder in Stand setzen, das kriegst du gar nicht mehr hin. Deswegen, ich glaube, das darf ein neues Auto wenig Oldtimer werden. So kann man es auch sehen. Autoschrauber sind umweltfreundlich unterwegs, zumindest im Vergleich mit Neuwagen. Nachhaltig wäre es natürlich, ein einmal produziertes Fahrzeug möglichst lange auf der Straße zu halten, also den Verschleißvorrat, der sich im Laufe der Zeit der Nutzung ja immer weiter verringert, wieder aufzufüllen. So sagt der Techniker. Das ist auf jeden Fall möglich, könnte man tun.
Allerdings widerspricht das ja so ein bisschen unserem Wirtschaftsmodell, denn was lange hält, bringt kein Geld, wissen wir alle. Also wenn sich jemand einmal in seinem Leben ein Auto kauft und es dann immer wieder repariert, dann hat die Automobilindustrie natürlich weniger Umsatz, als wenn er alle 7 Jahre sich ein neues kauft. Wenn man Oldtimer fährt, ist man nachhaltig unterwegs, auf jeden Fall. Wenn es also um den Klimakiller CO2 geht, dann hat manch altes Auto eine deutlich sauberere Weste als manch neues Ökomobil. Wirtschaftlich aus der Sicht der Hersteller ist das vermutlich nicht. Die Anhänger der alten Technik suchen nach Lösungen, wie es weitergehen kann. E-Fuels, synthetische Kraftstoffe, sind so eine mögliche Alternative zum fossilen Sprit. Synthetisches Benzin soll das Klima schonen und gleichzeitig das Aus für den Verbrennungsmotor hinausschieben. Er hat sich die Vermarktung des Ökosprits zum Ziel gesetzt. Prinz Leopold von Bayern, genannt Poldi. Der ehemalige Rennfahrer wird von seinen Fans hofiert. Er ist eine Legende. Zu den Schaurennveranstaltungen kommt der Ex-Profi mit einem 1972er BMW 3.0 CSL, Spitzname Batmobil. Getankt wird synthetischer Biosprit und der hat mächtig Energie. Wenn man unter die Haube schaut, kann man sie sehen, die Kraft im Sechszylinder. Das ist natürlich ein Riesenthema momentan. Wir fahren also mit synthetischem Benzin. Und ich habe vor 2 Jahren das erste Mal das gefahren und ich habe keinen Kraftverlust gespürt. Und das ist schon mal eine ganz wichtige Aussage. Ich glaube, dass die Zukunft wirklich E-Fuel ist. Weil das macht ja keinen Sinn, wenn man jetzt hingeht und alles auf Elektro umstellt. Es funktioniert. Auf der Rennstrecke liefert Leopold von Bayern den Beweis. Der BMW wummert sauber und ist sogar renntauglich. Aber es ist eine umstrittene Lösung. Die synthetischen Kraftstoffe werden mithilfe von Strom aus Wasser und CO2 produziert. Wird der Strom aus erneuerbaren Energien, zum Beispiel aus Windkraft, gewonnen, ist der Flüssigkraftstoff klimaneutral. Das Problem? Die Effizienz. Mit der gleichen zugeführten Energiemenge kommt ein E-Fuel-Fahrzeug 20 Kilometer, ein moderner Verbrenner 50 Kilometer, ein E-Fahrzeug 100 Kilometer weit. Bei E-Fuels steckt man viel rein und kriegt wenig raus. Deshalb ist der Designersprit vor allem in der Herstellung so kostspielig. Man braucht zwar sehr, sehr viel Strom, um einen Liter E-Fuel herzustellen. Das ist auch verhältnismäßig teuer. Aber es gibt ja Überschussstrommengen, die aus nachhaltiger Quelle stammen, aus Wind oder aus Sonnenenergie, die man, ja, keine Ahnung, irgendwohin ableitet, sinnlos ableitet. Besser wäre es natürlich, man macht wenigstens zum Teil daraus E-Fuel und kann es dann später für andere Zwecke benutzen. Aber es wird schwer werden, genug davon für alle zu produzieren. Die Kapazitäten für E-Fuels werden nicht ausreichen, um unsere 47 Millionen Verbrennerautos auf Deutschlandstraßen eben CO2-neutral zu betanken. Die Kapazitäten werden nicht ausreichen. Wir werden nicht genug synthetische Kraftstoffe haben, um im Pkw-Bereich da große Schritte zu machen. Weil der Pkw-Bereich ist ja nur ein Bereich, der dekarbonisiert wird, also der CO2-neutral gemacht werden muss, um die Umweltziele, die Klimaziele zu erreichen. Und diese synthetischen Kraftstoffe, die werden eben in anderen Industrien gebraucht. Eben auch Wasserstoff wird auch in anderen Industrien gebraucht, wo eben eine Elektrifizierung nicht möglich ist. Einen Spitznamen haben Sie schon weg. Die teuren E-Fuels gelten als der Champagner unter den Treibstoffen. Für Oldtimer-Fans vielleicht eine Alternative, um die alten Kisten am Laufen zu halten. Eine Zukunftsperspektive für alle bislang aber nicht.
Die Uhr tickt. Volkswagen will ab 2026 komplett Elektro produzieren. Das Konzept? Die Entwickler versuchen, das Gefühl der guten alten Zeit in die neuen Fahrzeuge hinüberzutragen. Seit 2022 wird von Volkswagen in Hannover der ID. Buzz, der neue Elektrotransporter, gebaut. Optisch ist er angelehnt an den legendären T1, den Urbulli. Das Design soll Emotionen wecken und Vertrauen schaffen. Man hat gemerkt, zum Teil sind die einfach zu futuristisch. Wenn aus einem Auto zum Beispiel plötzlich alle Knöpfe und alle physisch verstellbare Hebel rausgenommen werden, dann ist das eben auch ein Schritt, wo man denkt, okay, hier finde ich mich nicht mehr zurecht, obwohl es eine Marke ist, die ich vorher schon gefahren habe. Und darauf wird jetzt reagiert und jetzt die nächsten Elektroautos, die auf den Markt kommen, die haben wieder viel mehr mit dem gemein, was man eben aus der bekannten Verbrenner-Tradition her kennt. Die Verbrennerfans warten ab. Sie haben keine Lust auf Umstieg. Da müssen die Autobauer viel Überzeugungsarbeit leisten. Volkswagen versucht es mit einem Freundschaftsangebot. Ausgerechnet der Urbulli, der T1 in seiner schönsten Version, dem Samba, wird zum Elektro-Oldtimer umgestaltet. Ein Autogefühl-Experiment. Sieht ein bisschen anders aus als früher. Erik heißt der Flitzer, nach dem Ingenieur Erik Felber, der als erster die Idee hatte. Hey, super! Es gab vor einiger Zeit mal das elektrifizierte Käfer Cabriolet. Das fand ich schon toll. Und dann hörten wir, dass es jetzt auch eine T1 Samba-Bus-Karosserie gibt, die in keinem besonders guten Zustand war. Und die Überlegung da war, auch diesen alten Samba-Bus jetzt zu elektrifizieren. Und ich habe spontan gesagt, das müssen wir machen. Der Bus wurde komplett entkernt und neu aufgebaut. Die neuen Komponenten kommen aus der aktuellen Produktion. Verbaut wird eine Batterie aus den E-Modellen. Ein neues Fahrwerk bekommt der E-Oldtimer auch. Dazu die klassische Zweifarblackierung. Mit dem Versuch wollen die Entwickler zeigen, dass es eine Möglichkeit gibt, alte Gefühle und neue Technik zusammenzubringen. Mitentwickler Tobias Twehle ist mächtig stolz auf das Ergebnis. Bus mit E-Antrieb, es sind sehr viele skeptisch. Und wir haben ja auch sehr viele, die, sagen wir, Benzin in den Adern haben. Wir auch. Seit diesem Projekt haben wir auch ein bisschen Strom in den Adern. Weil tatsächlich fährt man mit diesem Auto, man vermisst nicht den lauten Boxermotor, sondern man gleitet lautlos durch die Landschaft. Und das ist einfach faszinierend. Und da steht er nun auf dem Bulli-Festival in Hannover und wird als Attraktion präsentiert. Diese Studie soll die Fans packen. Erfolgreiche Autogeschichte und moderne Technik in einer Karosserie. Dieses Auto löst sehr viele Emotionen aus. Viele sagen, wie könnt ihr nur, warum macht ihr das? Und ganz viele zeigen auch wirklich Daumen hoch, Anerkennung für die Arbeit. Und wenn man mit fährt und sich mit der Elektromobilität mal beschäftigt, ist das durchaus ein Baustein der Mobilität. Die Emotion bringt ja eigentlich der Fahrzeugnutzer in das Fahrzeug. Also wie heißt es so schön, es ist kein Volkswagen-Bus, wenn nicht die ersten Kekskrümel in den Polstern kleben, der erste Bonbon auf dem Boden klebt, dann ist es irgendwann ein Bulli. Und so verbindet ja der Bulli oder der Transporter ganz viele Emotionen. Das heißt, du machst Urlaub damit, du fährst zur Arbeit. Er ist Teil der Familie. Und jetzt haben wir halt neue Familienmitglieder. Und warum wollen wir sie nicht willkommen heißen in der Familie? Der Abschied vom Verbrenner lässt einige sentimental werden. Auch wenn die neuen Elektroflitzer durchaus ihren eigenen Reiz haben. Ich finde, es gehört zusammen bei historischen Fahrzeugen auch eben auch das Geräusch, die Vibration, diese ganzen Themen zu haben. Die Performance von Elektroautos, die macht schon Spaß. Also dieses hohe Drehmoment ganz schnell da. Aber mir fehlt dann einfach die Geräusche und die Emotionen. Die Leidenschaft, die kommt da nicht rüber. Trotz allem ist das Automobil nach wie vor, wenn man es als Mobilitätsformat definiert, nach wie vor das Einzige, was selbstbestimmte, individuelle Mobilität 24/7 zuverlässig zur Verfügung stellt. Ganz sicher,
Ohne Autos geht es auch in Zukunft nicht. Und weil das Verbrenner-Aus nur für Neuzulassungen gilt, müssen Sie sich also erstmal keine Sorgen machen. Die Petrolheads, die Benzinblüte. Die alten Schätze dürfen weiterrollen.